Willkommen zum Sport bei FAN Television am Dienstag. Heute dreht sich alles erneut, wie letzten Dienstag auch schon, um die Fußball-Oberliga, allerdings um den TSV Ottersberg. Und zu Gast ist der Trainer Axel Samrei. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Drei Spieltage, ein Sieg, zwei Niederlagen. Wie lautet das Fazit nach den ersten drei Spielen? Ja, wir haben drei Punkte mehr als letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Aber wir sind einfach nicht zufrieden, das ist ganz klar, drei Punkte. Wir haben uns ein bisschen mehr ausgerechnet, gegen zwei Aufsteiger gespielt. Ist immer ein bisschen schwierig am Anfang, die sind noch euphorisch. Wir haben aber die drei Punkte von Langenhagen, also das müssen wir gucken, dass wir weiter Punkte sammeln, aber so hundertprozentig sind wir natürlich nicht zufrieden. Jetzt gab es am Wochenende eine Niederlage gegen Jeddelo. Danach hat eine bekannte Zeitung geschrieben, nur ganz selten hat man Axel Samrei nach Niederlagen derart entspannt gesehen. Wie kommt das? Ja, wir sind da mit einer Mannschaft hingefahren, die so noch nicht zusammengespielt hat. Sehr viele offensive Spieler musste ich bringen, weil wir Probleme mit den Defensivspielern haben. Viele Verletzte, Ausfälle und da weiß man nie, was einen dann erwartet. Und Jeddelo ist bekannt als heimstark. Und da bin ich eigentlich recht froh gewesen, war ich froh, dass wir nach dem frühen 0:1 wieder ein Spiel reingefunden haben, haben sehr viele Torchancen gehabt und im Prinzip hat die Mannschaft alles richtig gemacht, nur zu wenig Tore geschossen. Und deshalb war ich doch ein bisschen erleichtert und ich habe gesehen, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft drin steckt. Wir sprechen gleich weiter, aber zunächst einmal ist es in zwei Tagen soweit, denn Hannover 96 hat das Playoff-Hinspiel zur Euroleague gegen Slast Breslau und der Pole Darius Zuraf, der hat ganz, ganz lange bei Hannover 96 gespielt und der hat gesagt, die Roten sind auf allen Positionen besser und der absolute Top-Favorit. Die größten Schwierigkeiten hat Breslau in der Defensive. In der Champions League Quali gab es in zwei Spielen sage und schreibe 6 Gegentore. Die Mannschaft wurde komplett umgekrempelt und der einzige Star, das ist der Spielmacher, der ist allerdings im Ligabetrieb gesperrt. Der hat sich gegenüber Legia Warschau doch sehr negativ geäußert und wurde dann vom Verband bestraft. Ja, in der Euroleague darf er spielen. Guter Freistoßschütze. Es wird für Hannover wohl schwerer als gegen Nöttingen jetzt am Wochenende, aber auf jeden Fall machbar. Elgiro Elia ist bei Werder Bremen wegen einer Fußprellung außer Gefecht gesetzt. Der niederländische Offensivspieler hatte die Verletzung am Sonntag bei der Niederlage gegen Preußen Münster erlitten. Ja, und die Hanseaten, die bestreiten ja am Freitag gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund das Auftaktspiel zur 50. Bundesliga-Saison. Ja, und ob Elia auflaufen kann, wird man sehen, muss man abwarten. Der Trainer Thomas Schaaf ist da noch etwas vorsichtig. Und ja, kommt er nicht. Josef Akpala vom FC Brügge soll der neue Mann im Sturm werden. 2,5 Millionen Euro soll er an Ablösekosten und 1,2 Millionen Gehalt möchte der Nigerianer haben. Doch nach dem Pokal aus fehlen nun die Einnahmen, denn die zweite Runde, die war sicher mit eingeplant. Ja, gestern hat sich die Geschäftsführung noch mal zusammengesetzt, um halt Tatsachen zu schaffen. Es geht da um einige 100.000 Euro, die halt fehlen. Es gibt bis jetzt noch keine endgültige Entscheidung. Man muss wohl einfach abwarten, wann die Transfers über die Bühne gehen. Stichwort Transfers. Herr Samrei, ist bei TSV Ottersberg auch immer ein großes Thema. Eigentlich haben Sie jede Saison ein komplett neues Team, was Sie wieder neu formen müssen? Ja, ein komplett neues Team nicht, aber wir haben leider in den letzten Jahren immer sehr viele wichtige und sehr gute Spieler verloren und bekommen immer sehr viele Spieler dazu. Meistens auch junge Spieler, zwar aus teilweise höherklassigen oder haben vorher höherklassig gespielt. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Und deshalb haben wir letzte Saison die ersten drei Punktspiele alle verloren. Diese Saison haben wir wieder Probleme. Und das ist halt, hängt damit zusammen, dass der TSV Ottersberg nicht so zahlungskräftig ist wie andere Vereine. Die Spieler stellen sich bei uns ins Fenster und werden dann von anderen Vereinen abgeworben. Und damit müssen wir scheinbar leben. Sie leben damit seit 2004, denn so lange sind Sie schon Trainer. Als Trainer haben Sie 450 Spiele jetzt betreut von Ottersberg, 137 in der Oberliga. Was reizt Sie trotzdem wieder jedes Jahr aufs Neue, neue Spieler, neues Team formen? Was ist das Besondere, was reizt das? Ja, das ist erstmal die Arbeit mit den jungen Leuten oder überhaupt die Arbeit beim TSV Ottersberg. Der TSV Ottersberg ist ein Verein, wo noch sehr viele ehrenamtliche Helfer da sind, wo das alles sehr familiär abgeht. Man hat eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn ich zu den Spielen komme. Und das ist natürlich ab und zu sehr schwierig ist, wie diese Saison wieder mit den vielen Neuzugängen.
Das ist normal, denke ich mal, in Ottersberg, wie gesagt, weil wir nicht so zahlungskräftig sind, aber das macht mir Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es ganz einfach nicht machen. Fehlt trotzdem im Team ein Leitwolf, so einer, der, ich weiß nicht, 34, 35, der die Jungen mitreißt und trotzdem dann noch in vorderster Front kämpft? Leitwolf, wir haben erfahrene Spieler, aber und da gibt es aber auch Probleme, weil der eine ist beruflich engagiert und die stehen nicht immer zur Verfügung. Dann haben wir auch wirklich Verletzungspech. Wenn wir, ich sag mal, die besten 15 gesund und fit auf dem Platz stehen hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch oben mitspielen können. Aber wir haben auch teilweise ein bisschen Pech halt mit den frühen Verletzungen in dieser Saison. Im zweiten Vorbereitungsspiel schon Alexander Huhn, ganz wichtiger Spieler, hat sich verletzt und fällt lange aus mit dem Mittelfußbruch. Dann der Neuzugang vom Werder U19, Ruf hat gleich einen Kreuzbandriss, auch im zweiten Spiel. Also das sind Sachen, also es wäre schön, wir hatten mit Oliver Freund ja mal den Ex-Profi, der das auch alles mit aufgebaut hat und sportlich aufgebaut hat. Und das wäre natürlich schön, wenn man so einen noch hätte, aber kriegt man nicht überall. Sie sind sehr, sehr lang schon im Geschäft, das kann man so sagen. Jetzt sagen Sie, TSV Ottersberg ist nicht so zahlungskräftig. Für die Zuschauer, die von Fußball-Oberliga vielleicht nicht so viel Ahnung haben, können die Jungs bei anderen Vereinen schon Geld verdienen? Kann man davon leben? Also in Ottersberg kann man nicht davon leben, das ist erstmal klar. Aber in anderen Vereinen, gerade letzte Saison hat man das gesehen, da sind sehr viele Spieler gewesen, die sich nur aufs Fußball konzentriert haben. Allerdings hatten wir da ja auch die Sache mit den Insolvenzen, Vereine, die sich übernommen haben. Und es gibt immer noch Vereine, die einen hauptamtlichen Trainer haben, der nichts anderes macht, auch Spieler teilweise. Aber es ist weniger geworden jetzt. Und ich glaube auch, dass die Vereine ein bisschen vernünftiger werden jetzt, dass es ganz einfach nicht geht. Und man kann mit Gewalt nicht irgendwas erreichen, sondern man muss da Aufbauarbeit leisten. Und man muss immer ein bisschen Geduld haben, auch immer wieder, jede Saison. Seit 2004 sind Sie jetzt schon Trainer. Wie läuft das ab? Gehen Sie in die Geschäftsführung und sagen, ein Jahr mache ich noch und dann Handschlag und dann gehen Sie wieder raus? Oder wie läuft das? Nein, das ist schon eine gegenseitige Wertschätzung. Und ich weiß ja auch, was ich am TSV Ottersberg habe. Und ich glaube auch, dass der TSV Ottersberg weiß, was ich für Arbeit leiste. Nicht alleine, sondern mit den Leuten, die auch mich jeden Tag da unterstützen. Und dann im Januar manchmal, im Februar, dann kommt der erste Vorsitzende und dann setzen wir uns kurz zusammen auf einen Kaffee und klappt's noch oder klappt's nicht. Und ja, dann gibt man sich die Hand, wenn man weitermachen will. Und ja, dann ist das halt so. Bisher ist das alles ziemlich reibungslos immer gegangen, weil ich auch keiner bin, der da irgendwie irgendwelche Forderungen stellt. Sondern wie gesagt, wenn es mir Spaß macht, dann mache ich's. Und wenn es keinen Spaß machen würde oder wenn irgendwas fehlen würde, was ganz Gravierendes, dann würde ich das auch sagen. Aber ansonsten ist das eine ganz lockere Sache da in Ottersberg. Sie haben gesagt, die Vorbereitung war nicht so dolle, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dann gab es trotzdem Sieg gegen Oberneuland. Ja, jetzt ein Sieg, eine Niederlage. Wo landet der Ottersberger Fußballverein irgendwann? Ja, wenn man es ganz genau nimmt, sind wir noch immer in der Vorbereitung. Wie gesagt, wir haben viele Ausfälle, wir haben wieder neue Spieler. Wir haben ja jetzt zum letzten Wochenende noch mal zwei Spieler dazugekriegt, die ihre ersten Einsätze hatten. Und deshalb sind wir noch weiter in der Vorbereitung. Ich habe einige Spieler dabei, die die ganze Zeit die Vorbereitung nur sporadisch da waren. Wenn die halt mal wieder regelmäßiger können, das ist auch immer ein Grund, die haben sind in der Ausbildung oder beruflich halt ist da was, dann werden wir sicherlich unsere Punkte holen. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir uns ein paar Punkte zusammenholen und dass wir eben halt nicht da unten reinrutschen. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch in der sechsten Saison nacheinander auf der Ebene Fußball spielen. Ist am Samstag um 17 Uhr, ist das schon so ein kleines Schlüsselspiel, Derby gegen Rotenburg? Ja, solche Spiele, gerade so gegen Rotenburg, die kann man ganz locker da rausnehmen, weil das sind Derbys, die Spieler kennen sich, da will keiner verlieren und im Prinzip bräuchte ich da auch nicht viel als Trainer machen, nur ich muss halt sehen, dass ich die richtigen Elf nominiere, das ist meine Aufgabe dann, aber die Spieler, die dann am Sonntag auflaufen, die werden sich zerreißen und die wollen unbedingt das Derby gewinnen. Allerdings ist das auf Rotenburger Seite sicherlich nicht anders. Ihr Tipp? Oh, wenn ich tippen müsste, ja, ich sag mal 2-1 für uns. Wir werden es sehen. Alles klar. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, ein bisschen über Ottersberg erzählt haben. Liebe Zuschauer, das war es leider schon wieder mit dem Sport. Es ging wieder ratzfatz. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.